Ja, Leute, und da bin ich wieder. Jetzt von ein paar Impressionen vom Training, die ich euch ja natürlich dann halt versprochen habe, die natürlich auch heute noch online gehen werden. Plus Intro, wie gesagt, Leute. Und ja, das Ding wird definitiv zusammengeschnitten. Wollte ich euch nochmal sagen. Heute jetzt noch zusammengeschnitten und dann geht es dann auch heute, wie gesagt, auch online. Viel Spaß beim Training. Ja, da hieß es kurz, er hätte Kontakt nach Düsseldorf oder so, mal wieder hier war. Aber die sind alle geblieben. Und das ist eine gute Sache. Weil die kennen sich alle, die wissen, wo der eine immer hinläuft und was weiß ich. Die brauchen sich dann nicht erst an einen immer gewöhnen. Das ist schon mal gut. Und dann brauchst du da halt nur, dass ich 3, 4, 5 Leute, die wirklich nochmal richtig gut sind. Genau. Ihr seht ja das Trainergespann. Wie gesagt, die Mannschaft trainiert hier, das habt ihr jetzt auch gesehen, wie gesagt. Hinten trainieren dann halt die Torwart, also die Keeper. Rasen ist auch sehr, sehr schön, wieder der neue. Und wie ihr hier seht, eigentlich auch der Schriftzug Stern an der Hafenstraße auch sehr, sehr schön. Also kann man nicht meckern. Ich filme jetzt mal ein bisschen mal die Tonhütte. Gestern nach jeder einer haben wir gestern in die Dann schwecken wir jetzt nochmal rüber zur generellen Mannschaft. Torhüter haben wir jetzt auch beim Training gesehen. Sorry für das verwackelte Bild gerade. Ja, das waren jetzt die Impressionen, die ich jetzt euch gezeigt habe zu Anfang halt. Ich hoffe, das hat euch jetzt hier ein bisschen Spaß gemacht. Tut mir erstmal leid, dass ich das jetzt nicht ganz zeigen konnte, das Training, weil akkumäßig und so weiter
ist ja auch ein bisschen schwierig halt. Und vor allem, wenn man ein Huawei-Handy hat, wie ich jetzt. Und von daher würde ich dann mal sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, ihr kommt auch zahlreich jetzt ab Ende Juli an die Hafenstraße. Wir würden uns sehr, sehr freuen, oder ich würde mich sehr, sehr freuen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Und wir hören uns bestimmt nochmal oder sehen uns bestimmt nochmal auf jeden Fall im Stream. Tschüss. Auch schon die Zauber? Nee, ich hab noch mal angehört, meine Kiste. Das ist ja meine Kiste. Silvano!